Egal ob AAA, Indie oder Gelegenheitsspiel, Valves Spieleplattform Steam lässt Gamerherzen höher schlagen. Auch für Spieler mit kleinem Geldbeutel sind durchaus lohnenswerte Titel dabei. In diesem Video stellen wir euch 10 tolle PC-Spiele vor, die ihr auf Steam für weniger als 5 Euro bekommt. Aktuelle Angebote oder Free-to-Play-Spiele berücksichtigen wir in dieser Liste allerdings nicht. Viel Spaß mit unseren 10 PC-Hits zum Taschengeldpreis. In Mount Your Friends tretet ihr in verschiedenen Wettkämpfen gegeneinander an. In jeder Disziplin übernehmt ihr die Kontrolle über einen Kletterer und besteigt, naja, eure Freunde. Jedem Körperteil der Spielfigur ist eine Taste zugewiesen, alle Gliedmaßen lassen sich einzeln ansteuern. Das klingt aber komplizierter, als es letztendlich ist. Spätestens nach dem zweiten Match habt ihr den Dreh raus und baut selbst menschliche Pyramiden, auf die selbst die alten Ägypter neidisch wären. Den klamaukigen, aber auf jeden Fall spaßigen Titel gibt es für 4,99 € auf Steam. Devil Daggers ist ein Arena-Shooter mit extrem hohem Suchtfaktor. Auf einer runden Plattform gilt es gegen Wellen immer stärkerer Gegner anzutreten. Die meisten Spieler halten dabei nicht viel länger als eine halbe Minute durch. Devil Daggers ist stark an First-Person-Shooter und Arcade-Spiele der 90er Jahre angelehnt und setzt auf Permadeath. Eine einzige gegnerische Berührung reicht aus und der Run ist vorbei. Besonders gut gefällt uns der düstere Retro-Look, der immens hohe Suchtfaktor sowie der schnelle Wiedereinstieg nach dem Ableben der Spielfigur. Devil Daggers gibt es für 4,99 € bei Steam. Um Haus und Hof vor der Bedrohung durch blutrünstige Zombies zu verteidigen, greift ihr im Tower-Defense-Klassiker Plants vs. Zombies auf allerhand Pflanzen und Pilze zurück. Geschickt platziert macht das wehrhafte Unkraut nämlich kurzen Prozess mit den hirnlosen Horden. Bei Errichten eurer biologischen Verteidigungsanlagen solltet ihr aber immer auf euren Vorrat an Sonnenlicht achten. Plants vs. Zombies macht auf dem PC mindestens genauso viel Spaß wie auf Mobilgeräten. Den Titel gibt es in der Game of the Year Edition für 4,99 € auf Steam. Super Hexagon ist ein wahnsinnig schneller Action-Titel. Durch simple Bewegungsmanöver weicht ihr mit dem kleinen Dreieck in der Bildschirmmitte herannahenden Hindernissen aus. Dabei kommt es vor allem auf Timing und Rhythmusgefühl an. In jeder der 6 Stages müsst ihr eine Minute lang durchhalten, um das Spiel erfolgreich zu beenden. Wer Super Hexagon einmal gespielt hat, weiß, wie frustrierend lang 60 Sekunden sein können. Der grandiose Soundtrack mit Ohrwurmgarantie, das einfache Spielprinzip und der hohe Suchtfaktor machen Super Hexagon zu einem Titel, den man unbedingt ausprobieren sollte. Auf Steam bekommt ihr Super Hexagon für knapp 3 Euro. Im Survival-Horror-Titel Five Nights at Freddy's übernehmt ihr die Rolle eines Wachmanns im Lokal Freddy Fazbear's Pizza. Die verlassene Pizzeria wird allerdings von den Geistern der Animatronics heimgesucht. Die einstigen mechanischen Unterhalter wollen euch zu einem von ihnen machen. In der Wachstube schaltet ihr euch durch Kameras und steuert Türen und Lichter. Sollte euch der Strom ausgehen, war's das. Um den Fluch zu bannen, müsst ihr 5 Nächte unbeschadet überstehen. Five Nights at Freddy's gibt es für 4,99 € auf Steam. The Binding of Isaac bringt euch stundenlangen Spielspaß für verhältnismäßig wenig Kohle. Die Urversion des Roguelike Dungeon Crawlers gibt es für gerade mal 4,99 € auf Steam. Zufällig generierte Räume, Items, Gegner und Bosse sorgen dafür, dass kein Run dem anderen gleicht. Der kreative Spielansatz, die tollen Gegner und das hohe Suchtpotenzial machen den Titel zu einem ganz besonderen Spielerlebnis. Wer in der Urversion schon alles gesehen hat, bekommt in der Remastered-Variante The Binding of Isaac Rebirth noch deutlich mehr geboten. Gianna Sisters Rise of the Overlord ist eine Standalone-Erweiterung zu Gianna Sisters Twisted Dreams. Neben einer knallig bunten Spielumgebung, einem hervorragenden Soundtrack und verschiedenen Modi bietet der Titel vor allem packende Plattformer-Action. Das Besondere, auf Knopfdruck wechselt ihr zwischen den beiden Schwestern, um so die Welt um euch herum zu verändern. Die kniffligen Sprungpassagen und Rätseleinlagen lassen sich daher nur mit gutem Timing lösen. Die lohnenswerte Jump'n'Run Standalone-Erweiterung gibt es für 4,99 € auf Steam. Nach einem Zwischenfall in seinem Raumschiff muss sich Captain Viridian in VVVVVV auf die Suche nach seiner Crew begeben. Ganz untypisch für einen Plattformer kann die Spielfigur nicht springen. Auf Knopfdruck lässt sich aber die Anziehungskraft im Level ändern, was dafür sorgt, dass Captain Viridian an die Decke oder zu Boden segelt. Auf diese Weise löst ihr im Spiel massig fordernde Rätselpassagen, die nicht selten mit einem Ragequit enden werden. VVVVVV ist nämlich bockschwer.
Wer sich der Herausforderung selber stellen will, kann den Titel für 4,99 € auf Steam erwerben. Wer es satt hat, immer nur als strahlender Held irgendwelchen bösen Herrschern die Hintern zu versohlen, wird mit Overlord viele Stunden Spaß haben. Darin schlüpft ihr nämlich in die Rolle des dunklen Lords und ebnet euch selbst den Weg zur Weltherrschaft. Die Drecksarbeit im Kampf gegen die Mächte der Ordnung übernehmen Lakaien, die ihr jederzeit herbeirufen könnt. Optisch ist der 2007 erschienene Titel recht gut gealtert. Vor allem der großartige Humor macht Overlord zu einem Must-Have für alle Fantasy-Fans. Auf Steam gibt es den Titel für 4,99 €. The Room ist ein klassisches Rätselspiel. Um eine Reihe mysteriöser Kisten zu öffnen, stellt euch das Spiel vor verschiedene physikbasierte Aufgaben. Diese erhaltet ihr in Form von geheimnisvollen Nachrichten. Getrieben von eurer eigenen Neugier stellt ihr euch so immer komplexeren Aufgaben, bis ihr schließlich alle Kisten geöffnet habt. Das Mobile Game The Room gibt es auf Steam in einer sowohl optisch als auch spielerisch optimierten PC-Version für 4,99 €. Das waren die unserer Meinung nach besten Spiele auf Steam, die für unter 5 € zu haben sind. Seid ihr mit unserer Auswahl einverstanden oder haben wir euren Preissieger gar vergessen? Gebt uns doch Feedback und sagt uns, mit welchem Titel ihr am besten gespart habt.